filme mal absichtshalber nicht auf die Richtung. Und wir können hier sehen, wo wir angeln. Was machst du hier? Hast du eins gefunden? Mhm. Das zweite baue ich mit leider. Ja, wir wollen heute ein bisschen ansitzen, ne, über Nacht. Versuchen hier den einen oder anderen Karpfen zu überlisten. Ja, so ein bisschen Weißfisch, ne, je nachdem, welcher Fisch unsere Maiskette abnimmt. Dann werden wir noch eine andere Route auf Köderfische auslegen, beziehungsweise auf Tauwurm. Wir gehen nämlich heute auf Tauwurm. Nee, natürlich auf Wels, Zander, Aal. Mal gucken. Wir werden sehen. Wir bauen es erstmal auf. Und der Falk hat auch schon gute Verpflegung mit, finde ich gut. Und dann trinken wir erstmal einen Hopfenlimo. Was ist denn los? Mach schnell, die Welt geht unter. Wassendorn. Na, Hauptsache, es ist ein bisschen Stabilität im Zelt. Man machst du noch ein bisschen gerade, das wäre cool, oder? So. Hast du den Platz gefunden? Fummeln wir mal näher am Arsch rum, Alter. Oh. Denkst du, das wird was? Ja, der volle Profi hier. Totales Equipment. Oh. Signal. Hier steht im Laden. Nein, es wird nass. Es wird kalt. Ja, es regnet gerade ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Wir haben jetzt gerade die ersten Routen ins Wasser gebracht. Das Zelt haben wir jetzt provisorisch mal schnell aufgebaut. Lassen wir erstmal am Trocknen sitzen und dass mein Hund hier Gras fressen kann. Ja, Falk hat gerade die Partikel gebracht. Irgendein Koffer hier mit irgendwas drin, keine Ahnung. Ach, das ist der Bissanzeiger. Bissanzeiger. Ah, damit es meine Bisse anzeigt. Super. Ja, der Regen hat endlich mal ein bisschen nachgelassen. Jetzt sitze ich hier. Ich habe jetzt erstmal eine Rute draußen. Falk seiner liegen schon draußen. Ach ne, da hat auch nur eine. Und genau, ich habe jetzt erstmal so ein bisschen für einen Weißfisch was aufgezogen. Okay. Ein Fake-Maiskorn und ein paar Maden. Ein Pongo gefällt's hier. Ne? Ja, ich werde dann auch gleich mal noch eine mit Partikelmais rausbringen. Da Falk füttert jetzt erstmal noch ein bisschen. Oh, ich höre die Bellen, aber es ist nicht schlimm. Wo ist ein Löffel für Papa? Letztens hast du das gemacht, jetzt bin ich dran. Alter, wie der Schnur genommen hat. Hast du angehauen? Oh, ich hab vergessen, du bist Profi. Ist er abnehmen? Alter, was wieder Schnur genommen hatte. Die ganze Zeit piepst wegen den scheiß Wellen. Krass. Das ist ein Fisch, sag ich dir. Willst du gleich vorlaufen? Ist vielleicht einfacher, hä? Da ist der am Ufer. Oh, das ist ein Rapfen. Tschüss. Oh. Hast du Käfer mit? Ja, hast nie aufgeklappt, ne? Oh ja, ist da. Schwer, ne? Bisschen in die Sonne. Alter Schwede, was für ein Fisch. So,
zweite Montage ist jetzt auch fertig. Ich habe mir jetzt mal ein Beispiel genommen an einem YouTuber. Ich kenne gerade nicht seinen Namen, aber ich sage schon mal Dankeschön dafür. Ein normaler Wirbel, dass ich ihn einhängen kann in meine Hauptschnur. Dann habe ich hier ein Monophilis genommen, ein 50er. Und dann ein Einzelhaken, hier ist ein Wallerhaken. Ich habe den nur durch den Kopf durchgezogen. Und ich denke, das müsste funktionieren. So, schön, dass ich die Route schon nicht sehen kann. Denn? Oh, wieder ein Monsterfisch. Döbel. Schon wieder mal einen fetten Döbel. Erst fängt er hier einen Monsterrapfen. Dann holt er hier so einen Döbel raus. Schönes Ding. Gibt's nicht, ey. Fetten Rapfen, Döbel. Fängst du halt noch? Schöner Run in den Morgenstunden. Hubi. Hast geschafft. Jawohl. Ja schon, und das machen wir. Was ist denn schöner? Schick. Da war es gleich schon wieder. Hongo. Nur mal so viel dazu, wir wollten gerade das Auto packen. Macht doch Spaß. Jawohl! Oh. Hongo, komm! Komm her! Hongo! Foto mit dem Handy wieder, ne? Ja, gerne. Okay,